Ich habe in den letzten Jahren ungefähr so 10, 20 verschiedene Hersteller von Heißluftfritteusen getestet und auch in der Hand gehabt. Und glaubt mir, ich kenne wirklich jeden erdenklichen Trick, den die anwenden, damit die die an euch verkaufen können. Ich beobachte den Markt der Heißluftfritteusen jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, 4, 5 Jahren ungefähr, also seitdem die eigentlich so wirklich in Mode gekommen sind. Und glaubt mir, jede Heißluftfritteuse, die du da draußen kaufen kannst, die kostet in der Herstellung nicht mehr wie 30 Euro. Es ist auch egal, ob du als Hersteller nimmst oder Philips oder auch wen auch immer. Wie gesagt, ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich bin der festen Überzeugung, dass 100% aller Heißluftfritteusen aus China kommen. Und deswegen kosten die auch nicht mehr wie 30 Euro. Der Markt ist für die ganzen Hersteller sehr lukrativ. Die sind natürlich auch super in Mode, auch seit Jahren schon, auch ungebrochen. Weil, naja, man kann ja fancy gesund kochen damit und braten und auch was weiß ich nicht alle und backen und alles Mögliche. Komme ich gleich später noch drauf zu. Aber glaubt mir, wie gesagt, in der Herstellung kostet so ein Ding nicht mehr wie 30 Euro beim guten alten Chinamann. Und warum ist eigentlich immer eine andere Fritteuse immer gerade gehypt oder der Hype schlechthin? Sagt, ich beobachte das wirklich seit 5 Jahren schon durchgehend und alle paar Monate gibt es eine neue geilste Heißluftfritteuse auf dem Markt da draußen. Ja, das liegt daran, dass die Leute einfach nur gut oder beziehungsweise die gerade gehypt wird, die wird einfach nur sehr gut beworben. Also sprich, irgendwelche Influencer bekommen die in die Hand gedrückt und sagen, mach mal ein Video, mach mal Werbung dafür, die nicht, Schrott. Und so weiter. Und deswegen sind die dann so, werden die so auf den Markt geworfen und beworben durch, was ich, Instagram, TikTok und sonst was, dass dann halt immer jeden Monat oder jeden zweiten, dritten Monat immer eine andere Hype ist. Wie gesagt, ich habe auch Google Trends mal beobachtet. Es ist immer eine andere. Immer wieder noch geiler, noch besser, noch schöner, noch toller. Aber kommen wir mal darauf, wenn du dir eine Heißluftfritteuse zulegen willst, worauf du achten sollst, was nicht ganz unwichtig ist. Punkt Nummer 1, Fassungsvermögen. Je nachdem, mit wie vielen Personen du zu Hause bist, solltest du darauf achten, wie groß diese Dinger sind und ja, wie viel Inhalt letzten Endes da so reingeht. Kommen wir mal auf die Power zu sprechen. Und ihr werdet es kaum glauben, alle Heißluftfritteusen sind eigentlich ein Umluftbackofen, genauso wie ihr einen zu Hause in der Küche habt und die haben alle eine Heizschlange. Und ich würde auch mal wieder behaupten, dass in 99% aller Heißluftfritteusen eine und dieselbe Heizschlange oder derselbe Typ oder dieselbe Art verbaut ist. Also fallt nicht auf irgendwelche Versprechungen rein oder vollmundigen bunten Blättchen, wo drauf steht, unsere Heißluftfritteuse wird doppelt so heiß wie alle anderen und schöner heiß und schneller heiß und was weiß ich alle. Ja, es unterscheidet sich ein wenig oder ein Hauch, aber jetzt nicht wirklich viel. Denn die einzige Bremse, die ihr zu Hause habt, ist eure Steckdose. Jeder weiß, mehr wie 3800 Watt kriegst du auf einer Steckdose nicht raus. Und mehr geht auch nicht. Es geht höchstens weniger. Das heißt, je günstiger die Fritteusen werden, die Heißluftfritteusen, desto ja, schlechter ist diese Heizschlange, die da drin ist. Und dieser Ventilator. Wie gesagt, ich habe mir zigtausend Dinger von den unten und von innen angeguckt. Die sehen alle irgendwie identisch aus. Und ich sage, ich habe gefühlt, denke ich, dass es in China ein Werk gibt, das diese Heizschlange herstellt. Und die werden in so gut wie alle reingetackert. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar einer der wichtigsten Punkte überhaupt, und zwar der Reinigung. Die sollte man nicht verachten. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich am liebsten bevorzugen, das Ganze in der Spülmaschine zu machen. Aber achtet auf diesen Innenkorb. Und zwar schaut euch genau die Bilder an, wie dieser Innenkorb konzipiert ist. Nicht nur diese Herausnahmemechanik, die bei allen eigentlich grottenschlecht ist, sondern halt eben auch, wie der Korb an sich gestaltet ist. Es gibt verschiedene unterschiedliche Körbe. Und zwar gibt es welche, die sind an den Rändern komplett geschlossen. Und es gibt welche, die sind geöffnet. Diese geöffneten sollen bewirken, dass die Heißluft halt eben noch besser zirkulieren kann. Ja, kann ich bestätigen, mit einem Komma aber dahinter. Die lassen sich auch schlechter reinigen. Und bei einigen klappt das sehr gut, bei anderen nicht so gut oder gar nicht gut. Zumindest der Korb unten drin, also sprich, wo diese. Also diese Wanne, wo der Korb unten drin ist, da gibt es teilweise auch rausnehmbare Gitter. Also wie gesagt, achtet darauf, dass alles einzeln rausnehmbar ist und das für eure Bedürfnisse oder eure Spülmaschine oder für eure Spül oder so oder für eure Hände halt eben am besten geeignet ist. Einige Hersteller habe ich auch schon gesehen, die hatten zwar diese, ich sage jetzt mal, Luftschlitze an diesen Seitenwänden, die waren nicht mehr entgratet. Das heißt, man konnte sich dann sogar noch schneiden. Sehr kontraproduktiv. Also achtet auf diesen Korb und auch, wie man das Ganze rausnehmen kann und, naja, wie toll oder wie pisselig diese Automatik ist. Das kann nämlich ultra sehr nervig werden.
Ein weiterer Punkt, fangen wir mal so langsam mit der Bedienung von dem Ganzen an, ist, eine Heißluftfritteuse, wer hätte es gedacht, sie wird heiß. Und wenn ihr den Korb rausholt aus der Heißluftfritteuse, dann muss man den Korb License auch irgendwo wieder abstellen. Wenn ihr das auf der Küchenarbeitsplatte macht, könnte das sein, dass ein kleines Muster entsteht, weil heiß. Es gibt, glaube ich, nur die Geräte, und wie gesagt, wer es weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Der Philips Airfryer zum Beispiel, die haben eine Schublade. Das heißt, man kann das Ganze rausziehen und nicht komplett rausnehmen, so auch ad hoc, und hat dann kein Problem mit dem Abstellen. Wenn ihr also den Korb und auch diesen Einsatz da rausnehmt, denkt dran, ihr müsst mindestens irgendeine Platte drunter, Handtuch drunter legen, damit ihr nach dem Ausgießen oder Auskippen, was ich, Pommes, Pizza, whatever ihr drin hattet, damit es nicht festklebt auf der Arbeitsplatte oder halt eben festbrennt. Ein weiterer Punkt ist die Bedienbarkeit von diesen ganzen tollen Geräten. Und glaubt mir, da sind einige richtig, richtig schlecht, besonders dieses Modell hier. Ich gucke mal, ob ich es überhaupt noch ankriege. Ja, es geht an. Sehr viele Fritteusen haben einfach diese Touch-Displays. Einige funktionieren gut, einige funktionieren ihr seht's, nicht wirklich. Das ist nämlich auch ein Grund, warum ich diese Fritteuse hier zum Beispiel seit 2 Jahren hier zu Hause habe und sie noch nie benutzt habe, weil ich sie noch nie anbekommen habe. Das Touchplay-Display ist nämlich irgendwie so im Eimer und die Firma hat sich auch nie wieder gemeldet. Sollte ich mal ein Werbevideo zu machen. Habe ich aber nie gemacht, weil, ja, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Die sind mittlerweile alle schon besser geworden. Auch von diesem Modell gibt es schon ein Upgrade-Modell. Achtet da drauf auf die Bedienung. Also nicht nur Touchdisplay. Also ich sage ja, die meisten haben Touchdisplay. Es gibt aber immer noch welche, die noch haptische Knöpfe haben. Ich würde diese bevorzugen, denn wenn so ein Touchdisplay einmal kaputt ist, dann ist es kaputt. Dann geht gar nichts mehr. So wie bei diesem Ding. Ist wahrscheinlich schon kaputt im Karton geliefert worden. Also, wenn ihr eins mit Touch-Display kauft, sofort ausprobieren, alles ausprobieren und dann geht's auch. Wenn nicht, sofort zurückschicken. Unbedingt. Oder wie gesagt, auf haptische Drehknöpfe, wo man noch was in der Hand hat. Die halten auch in der Regel länger. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung mal so diverse Heißluftfritteusen, nicht die ich jetzt gut oder nicht gut finde, sondern worauf ich hinaus will ist, schaut euch die Dinger mal an und wichtig ist, bei den Bewertungen, die haben teilweise 2.000 bis 4.000 Bewertungen ungefähr, wie gesagt, jeden Monat wird hier eine andere Sau durchs Dorf getrieben, werden die mal gehypt und werden dann gekauft wie blöde. Schaut euch die Bewertung an und wichtig ist, querlesen, also sprich zwischen den Zeilen lesen, das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch sehr häufig, was ich immer mache, gerade wenn irgendwelche Geräte mehrere tausend Bewertungen haben, schaltet mal um auf die negativsten Bewertungen zuerst anzeigen. Dann könnte man nämlich auch schon mal mehr einen optischen, oder nicht einen optischen, sondern einfach auch einen reelleren Eindruck bekommen. Klar gibt es immer mal Vollpfosten, die irgendwas nicht bedienen können, die da aufgrund irgendwelcher Doofheit, sag ich mal jetzt, eine falsche Bewertung schreiben. Aber so wie das hier zum Beispiel mit dem Touch-Display, das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Und die tauchen meistens unter den negativen Bewertungen ganz weit unten aus. Deswegen einfach gesagt, schaut mal rein in die Videobeschreibung. Ich verlinke dann mal so ein paar tolle Heißluftfritteusen, also unterschiedliche, und schaut euch mal die Beschreibung an und die Rezensionen dazu. Und wer jetzt noch Bock hat auf leckere Rezepte, denn ich habe ja schon so einiges da drin gemacht, dem verlinke ich in der Videobeschreibung auch nochmal so ein paar Videos von mir. Teilweise schon ein paar Jahre alt, ich habe da schon Pommes drin gemacht, Fischstäbchen, Pizza, alles mega. Die Dinger sind wirklich gut, deswegen sind sie auch so gehypt. Schaut mal die Videobeschreibung rein, der eine oder andere kann sich ja noch das ein oder andere Video da von mir angucken. Und ich war jetzt auch beim WDR zu Gast bei Yvonne Wilks. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung heißt. Egal, verlinke ich auch. Kommt irgendwie, also wenn das Video raus ist, dann ist auch der Bericht raus. Ihr kennt das, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, schreibt es da rein. Dann mache ich da noch ein paar Videos, kein Problem. Ich kenne mich, also wie gesagt, wenn sich einer damit auskennt, moi. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.